Schon wieder dieselbe Person. Knarz. Schauen wir mal in den Spiegel. Vielleicht erinnert der uns hier noch an was. Übler blauer Fleck. Okay, wir können nach da. Das war's aber auch schon. Gehen wir mal darüber. Kirsty, du darfst helfen, aber nur, wenn ich dabei bin. Jemand muss auf dich aufpassen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Eine ziemlich großes Wohnzimmer, wenn man so will. Was? Kann ich auch eine haben? Nein. Hey, Todeswunsch. Komm her. Ignorier sie einfach. Unfreundlich, da willst du uns nicht mal eine geben. Ich hoffe, du verreckst, Hannah. Scheint nett zu sein. Ja. Ist aber nicht ihre Schuld. Die Gesellschaft war's. Hier, setz dich. Und deswegen muss man zu allen Leuten unfreundlich sein. Das ist super. Siehst du den Teil? Ist leicht. 4 Noten. Bam, 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 bam. Ganz einfach. Das sind aber eigentlich nur 3. Also 3 unterschiedlich zumindest nur. Haben wir gerade verkackt. Was ist hier los? Und der Rotz geht los. Nein, 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 kein Putzen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Kirsty. Kirsty! Schon gut. Sie hat recht. Sei so lieb und hol jemanden. Danke. Oh nein. Ganz normales Nasenbluten. Kirsty muss im Mittelpunkt stehen. Sie ist die Unschuld vom Lande, bis irgendwas geschieht, das ihr nicht passt. Und dann... Sofort aufhören! Erika, Sergeant Blake ist hier. Er erwartet dich im Büro. Gut, dass hier gerade jemand fast verblutet ist durch Nasenbluten. Ist anscheinend ganz normal. Mein Gott. Erika Mason. Du siehst aus wie deine Mutter. Letztes Mal konntest du kaum über den Schreibtisch sehen.
Ich bin Lucien Flowers. Ich habe die Klinik mit deinem Vater gegründet. Bitte. Ich erkenne Sie von Ihrem Porträt im Flur. Oh je, ich hasse dieses Bild. Ich lasse es nur wegen deines Vaters hängen. Hast du gut geschlafen? Ist manchmal etwas unheimlich hier. Albträume, Telefonanruf, danke, Mann am Empfang. Albträume. Schlafe nicht besonders viel. Hab Albträume. Tut mir leid, das zu hören. Dr. Ballard führt unsere Ornithologieabteilung. Sie kann dir vielleicht helfen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Aber ich habe was für dich. Es gehörte deinem Vater. Er schenkte es deiner Mutter zu ihrer Hochzeit. Ah, das Feuerzeug. Ich habe es aufbewahrt. Hey. Tut mir leid. Was das Telefonat betrifft, konnten wir immer noch nichts herausfinden. Nicht, dass mich das wundert. Es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters auch Mr. Joha getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Kann ich irgendwas machen? Uns fehlen die Anhaltspunkte. Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Schön, dass wir das anscheinend jetzt erst Jahre nach dem Mord machen. Hilfreich, hoffnungslos, unsicher, hilfreich. Flashes. Wir wollen schon helfen. Und ein Umriss, eine Frau mit Pistole, aber das ist alles. Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Möglicherweise hilft sie mit deinen Albträumen. Es ist gänzlich schmerzfrei. Absolut sicher. Okay. Probieren wir es mal. Okay, von mir aus. Ich wäre eigentlich auch eher zögerlich, aber. Ich zeig dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinen Verstand öffnen sollen. Dein Vater entwarf die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das erste, was dir einfällt. Himmel. Himmel. Gut, sehr gut. Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben, aber du bist hier sicher. Fangen wir an. Sieht auf jeden Fall eine nette Stimme. Natur, Schönheit, Wachstum, alles davon eigentlich. Natur. Glaube. Farben. Essen. Hä? Wärme. Wärme. Gesicht. Schnitzen. Ich wollte nicht auf Schnitzen. Was? Nein! Wir?
Was? Ah. Schon vorbei. Schon vorbei. Alles okay. Hey, ganz ruhig. Was ist passiert? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Ja, das ist die Person, an die wir uns erinnern. Aber das ist unsere Mutter. Warum hast du sie gemalt, Erika? Warum deine Mutter? Ah. Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier, verliebte sich hier, gebar dich hier und später starb sie auch. Hier. Dr. Ballard meint, ich soll dir das hier zeigen. Ein Umschlag. Und vielleicht sind die irgendwelche Infos drin. Es ist kein Wunder, dass du deine Mutter sahst. Todeszertifikat. Okay, okay. 6. August. Mit 28. Okay. Ah. Es ist ein komplexer Prozess. Es braucht Zeit. Ich will es nochmal versuchen. Ruh dich aus. Entspann dich. Wir versuchen es später. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Die brauchst du. Eine verrostete alte Gartenschere. Das Grab der Mutter. In Memoriam, Elodie Mason, Wife, Mother and Dearest Friend of Delphi House. Ja, da hat die Mutter wenigstens ein würdiges Grab bekommen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück. Lass mich in Ruhe! Mich in Ruhe! Mich los! Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Hannah, dass du schon wach bist? Das ist Erika Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich hab dich heute früh vollgeblutet. Die bringe ich zu Doc Ballard. Wir machen Parfum. Machst du mit? Was hast du für ein Problem? Du kannst dich natürlich auch gern Toby anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Die Auswahl ist groß. Warum schnappst du dir nicht einen Happen und triffst ein paar der anderen Frauen? Klar. Wer genießt nicht gern ein schlechtes Sandwich im Beisein von Fremden? Gehen wir mal mit ihr. Sie wirkt sympathisch. Wir sollen ja ein bisschen entspannen. Delphi wurde gerne der Oleander genutzt. Sie dachten, damit könnten sie in die Zukunft sehen. Das wurde angezündet und die Dämpfe inhaliert. Die Priesterin hatte Visionen von der Zukunft. Schade eigentlich. Sie hätten es einweichen und Parfum draus machen sollen. Ich sehe lieber die Zukunft, als gut zu riechen.
Erika, kannst du mir die Streichhölzer vom Schreibtisch geben? Schublade oben links. Benutzen Sie das hier. Oh, mein... Siehst du das? Das war ich mit einem Tropfen Schwefelsäure. Dein Vater war so wütend. Er warf mich aus dem Labor. Was ist passiert? Was passierte dann? Er ließ mich wieder arbeiten. Dank deiner Mutter. Das verleiht der Sache Charakter. Das hat sie auch gesagt. Tu es. Okay. Feuerzeug, das kriegen wir noch hin. Gut. Wir müssen nur noch warten. Ach. Zu eurem Glück habe ich vorher schon welches gemacht. Stell das neben dein Bett. Und ich verspreche dir süße Träume. Ich bin mir ja nicht sicher, ob wir die Person dafür sind. Aber ausprobieren können wir es natürlich gerne mal. Ich könnte allein bei dem Geräusch nicht schlafen. Ganz viele Blütenblätter. Wirkt wirklich wie eine Sekte. Und schon wieder dieses Muster. Erika. Ja, wir sind doch schon wach. Meine Güte, endlich. Steh auf. Du hast Post, sieht ziemlich teuer aus. Was ist hier los? Erika hat ein Päckchen. Ist ziemlich groß. Letztes Mal war es eine abgeschnittene Hand. Diesmal vielleicht ein ganzer Oberkörper vielleicht? Ich weiß ja nicht. Schauen wir mal. Kann nur noch schlimmer werden. Oder die Puppe wieder. Ich hab's gecallt. Pass auf. Da sehen wir schon ein bisschen Blut. Oder sieht zumindest so ein bisschen aus. Wir haben nur unser gutes altes Paket aufgemacht. Mit einem Stück Haut. Ja, genau, an den erinnert mich das auch. Das Paket wurde gestern gesendet. Wir suchen eine Beschreibung des Absenders. Hier, sieh dir das an. Da wohnt Karl Steinbeck, der Nachtwächter. Wow, er sitzt sehr ruhig.
Okay, jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso wir uns hier so umschauen können. Ich meine, ja, wir sehen das hier. Das hier sieht hinten so aus, ein bisschen wie so eine Puppe. Wir haben ein Team vor Ort. Er wird vermisst. Warum hat er dieses Symbol auf seinem Arm? Es hing früher über dem Eingang. Es stammt vom Apollon-Tempel in Delphi in Griechenland. Ihr Motto war, kenne dich selbst. Dein Vater fand es, passt doch zu uns. Nachdem er starb, wurde das Schild entfernt, aber Karls Tattoo blieb. Und die Frau, die mich angerufen hat? Was ist mit ihr? Die Techniker kümmern sich darum. Es gibt keine Aufzeichnungen des Anrufs. Nicht, dass es mich wundern würde, wenn ich ehrlich bin. Warum die Puppe? Weil die eine Erinnerung an das Ganze hier ist. Sie war ein Geschenk von Lucien. Er gab es mir, bevor mein Vater starb. Erica hat ja immer so viel Zeit verbracht. Es gab keine anderen Kinder. Ich habe ihr oft Spielzeug und Süßigkeiten zugesteckt. So auch diese Puppe. Wir müssen zurück in deine Wohnung. Du musst dich für mich umsehen und herausfinden, ob sonst noch etwas fehlt. Pack dort ein, was du benötigst. Ganz egal was. Du wirst wohl noch eine Weile bleiben. Ja, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache hier. Alles in Ordnung? Nee, aber besser wird's auch nicht mehr. Und da liegt die Leiche. Es wird mich nie wundern. Die Nachbarn, ob sie was gesehen haben. Wir haben das Tagebuch nicht mitgenommen. Warum haben wir das nicht mitgenommen? Das ist ja kein Tagebuch, sondern eher so ein Notizblock, Zeichenbuch. Die hat auf jeden Fall jemand eine Seite rausgerissen. Die auch. Hallo? Polizei, ich habe ein paar Fragen an Sie. Wegen der Wohnung nebenan. Ich habe einen Einbruch. Gott. Warte da. Mach die Tür zu. Polizei, öffnen Sie die Tür oder ich öffne sie mit Gewalt. Ich werde jetzt die Tür eintreten. Das Gefühl, er wird draufgehen. Ja, genau, an die erinnere ich mich auch. Bin ich voll bei ihr. Ich bin mir sehr sicher, er wird draufgehen. Da ist jemand auch sehr besessen, würde ich sagen. Zumindest in einem ähnlichen Maße wie wir. Aber sie hat auch irgendwelche Sachen hier hinten stehen. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein kleines chemisches Labor. Im eigenen Heim.
Gut, die Lampe ist jetzt wahrscheinlich nicht so interessant. Schauen wir mal hier. Bist du ja. Ich hörte, eine Psychokillerin verfolgt dich. Stimmt das? Hab gehört, sie verfolgt dich schon seit du klein warst. Ja, sie... Sie wohnte direkt neben mir. Oh je, und ich dachte, ich hab's schwer. Oh, das Spiel ist einfach gerade gecrashed. Ja, gut. Ja, sie... Sie wohnte direkt neben mir. Oh je, und ich dachte, ich hab's schwer. Sie wollen bald an mir operieren. Das Positive ist... Die Medikamente sind klasse. Sie lassen mich von Blumen träumen. Oleander, der vom Himmel fällt. Heute Morgen sah ich dann in meiner Hand... Okay, Hannah, es ist soweit. Im Nachtschränkchen in der Schachtel. Ich hielt sie in der Hand, als ich aufgewacht bin. Komm bitte. Nachtschränkchen in der Schachtel. Keine Sorge. Wir kümmern uns um sie. Ich glaube, sie wird nicht mehr lebend da rauskommen. Das schließe ich zumindest mal an aus dem, was wir so bisher an Erfahrung gemacht haben. Da sehe ich keine Schachtel. Die ist wahrscheinlich unten, oder? Ja. Machen wir sie mal auf. Eine Kette. Und anderer Schmuck. Ist das vielleicht von diesem Schmuck, wo wir am Anfang etwas gelesen haben, der von der verstorbenen Person da weitergegeben wurde? Sie kommt nicht zurück. Ich habe es schon mal gesehen. Die Nasen bluten. Anfälle. Sie stirbt. Keiner will es sagen. Aber es ist wahr. Gib das her. Ich war halt wütend, sorry. Außerdem habe ich das Gefühl, dass wir das brauchen. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Pinke Blumen fallen vom Himmel. Hey!
Wo ist Hannah? Tot. Sie ist weg. Hannah ist weg.